ihr mal da seid, mal bitte, dass ihr euch umzieht. Und die Damenumkleide, die findet ihr da vorne. Einfach gerade den Gang hinter. Und wenn ihr fertig seid, treffen wir uns hier vorne im Lounge-Bereich. Okay. Alles klar? Bis dann. Bis gleich. Also wir haben einen groben Ablauf bekommen und wir konnten uns auch schon auf die einzelnen Übungen vorbereiten. Und gestern war ich ja noch mal trainieren, bin alles durchgegangen. Somit denke ich, werde ich das ganz gut meistern. Mick als Dozent ist auf jeden Fall sehr nett, fröhlich, auch zuvorkommend, hat mir auch einen Kaffee angeboten. Also wirklich liebenswert und so von dem, was er wissenstechnisch weitergibt, ist auch alles super. Er gibt eigentlich viel mehr Preis, als wir eigentlich lernen müssten und das macht ihn dann auch wieder so super. Wichtig ist natürlich, dass ich einen Eindruck bekomme, ob das gelernte Wissen auch umgesetzt werden kann. Ob die Prüflinge das Thema verstanden haben, ja, ob sie alles richtig machen, natürlich auch die Fragen sauber beantworten können. Es soll ja hier in der Prüfung eine Situation simuliert werden, die später einem Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio oder wie auch immer am nächsten kommt. Ich achte besonders bei der Prüfung darauf, dass die Nervosität einfach nach unten geht. Also ich versuche irgendwie eine ruhige Situation aufzubauen, die Nervosität nach unten zu drücken und am Ende sollen die Prüflinge eigentlich wahnsinnig viel Spaß haben. Das ist das Wichtigste an dem Job sowieso, dass man mit Freude und Spaß rangeht. Und jetzt geht es dann weiter zur praktischen Prüfung. Dann erkläre ich noch mal ganz kurz, wie der Ablauf sein wird für die praktische Prüfung. Ja, und dann wird es richtig ernst. Was wir jetzt machen, wir bereiten uns auf die praktische Prüfung für nachher vor. Wir gehen alle einzelnen Punkte nochmal durch mit Muskulatur, Bewegungsausführung und ihr könnt auch jederzeit die Fragen stellen. Okay? Also, was wir hier beachten müssen, dass Handgelenk und Ellbogengelenk in einer Linie zur Drückbewegung sind. Ja, was häufig falsch gemacht wird, ist, in der exzentrischen Phase geht bei sehr vielen einfach hier in der Position der Ellbogen nach oben. Wichtig ist, dass der Ellbogen nach unten geht. Ja. Ja, genau. Genau. Den Trapez muss ich. Genau. Das reicht, wenn du. Genau. Sehr gut. Genau. Okay. Und da musst du eigentlich die Übung bloß sauber vormachen. Genau. Ja. Und. Genau, und wenn du dann die Übung nachmachst, also du machst vielleicht eins, du sitzt hier drauf, machst einen leichten Rundrücken und ziehst so nach oben und dann kannst du sie eben korrigieren und sagen, aufrechte Sitzposition, ja, und mit den Ellbogen tief in die Tasche nach hinten ziehen, sodass die Schulter tief bleibt und Schulterblätter zusammen. Genau. Jenny, jetzt haben wir genügend geübt, jetzt geht's los mit der praktischen Prüfung. Jeder von euch war jetzt mal Trainer und Kunde. Jetzt fangen wir mit der ersten Prüfungssituation an. Das wäre jetzt hier die Rudermaschine. Ich würde vorschlagen, Kerstin, du machst jetzt den Trainer, hast die Jenny als Kunden. Ne? Denk daran, erklär die Muskulatur. Dann machst du erst einmal die Übung vor, damit der Kunde sieht, was muss er denn machen. Dann erklärst du erst die korrekte Körperhaltung, korrekte Bewegungsausführung. Dann ist auch wichtig, welche Phase ist die konzentrische, was ist die exzentrische Phase, wann atme ich ein, wann atme ich aus. Wenn die Jenny das dann nachmacht, dann gucken wir mal, vielleicht hat die ein oder zwei Fehler mit eingebaut und du musst dann die Fehler korrigieren. Einverstanden? Dann legen wir mal los, ich bin jetzt komplett Luft. Jetzt bist du dran. Wir haben jetzt hier wieder die Prüfungssituation, du bist der Trainer, du hast die Kerstin als Kunden, ne? Am Beinstrecker. Okay? Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Erst einmal vormachen, erklären, nachmachen, üben. Und die Kerstin baut vielleicht ein oder zwei Fehler ein, das haben wir vorher abgesprochen.
und du musst dann die Fehler korrigieren. Okay? Dann sagst du erstmal, wie heißt die Maschine, welche Muskulatur trainieren wir. Hier bei der Prüfung gucke ich, ob der Trainer auch die Muskulatur richtig sagt, auf Deutsch und Latein, ob er dem Kunden auch gut erklären kann, die Sitzposition einzustellen oder die korrekte Körperhaltung und natürlich auch die korrekte Bewegungsausführung. Und wenn in der Prüfungssituation sein Kunde ein, zwei Fehler macht, dass er die auch korrigieren kann. Ja? Entscheidend ist auch, wie tritt der Trainer auf? Ist er locker, hat er Spaß dabei? Ja? Ist die Aussprache deutlich? Das sind so Kleinigkeiten. Und das Atmen sollte man nicht vergessen. Viele Kunden atmen nicht mehr bei der Übung. Da sollte man den Kunden immer darauf hinweisen. Ich fand die Prüfung eigentlich, wenn du gut vorbereitet bist, dann ist es alles machbar. Also man braucht keine Angst haben, es ist wirklich alles total entspannt. Und der Mick hilft dir noch oder führt dich dabei auch noch etwas. Also du bekommst davor alles erklärt und ja. Und dadurch, dass wir dann nochmal die ganzen Geräte durchgegangen sind, war einfach super. Und dann war die Nervosität auch weg dann bei der Prüfung. Richtig gut. Richtig vorbereitet auch und fit für die Fitnesswelt da draußen. Ich möchte noch weitermachen, ich möchte jetzt meinen Ernährungsberater machen und dann noch die A-Lizenz und dann ins Personal Training übergehen. Genau, ich will mit meiner Lizenz erstmal in meinem Fitnessstudio anfangen und dann auch bei OTL die Personal Training Lizenz machen und eventuell die Group Fitness Lizenz. Kann man wirklich Ihnen ans Herz legen, also total easy, auch mit Kindern, wir haben beide Kinder. Kannst du alles von zu Hause aus erledigen, bis auf die Prüfung und ja, ich kann es nur empfehlen. Genau, ich finde das Konzept richtig super. Du kannst immer jedes Kapitel weitermachen und überall lernen, wenn du das Buch hast oder das Handy dabei hast oder das Tablet. Ist alles online, gibt es eine App, hat OTL einfach wirklich super gemacht. Jetzt kommt der feierliche Moment. Liebe Kerstin, meinen Glückwunsch. Danke. Theorie sowohl wie Praxis in meinen Augen mit sehr gut bestanden. Vielen, vielen Dank. Und auch bei dir, Jenny, herzlichen Glückwunsch. Hervorragendes Ergebnis in beiden Bereichen. Ich gratuliere euch. Ab heute seid ihr Fitnesstrainer B-Lizenz. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe heute genauso. Ja.